So, und damit auch willkommen natürlich an die YouTube-Leute zu einem Vampires Dawn Stream. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Das ist nicht deren Ernst. Heiliger Sturm. Asgar, ich hab grad ein bisschen Angst. Ich befürchte, die töten mich. Ernsthaft, ich befürchte, die töten mich. Super. Schleichender Trupa wurde vergiftet. Theoretisch dürften die nicht mehr viel Leben haben. Die Theorie hat versagt. Ja. Asgard tot! Wirklich? Fällt das Ganze ja jetzt schon nicht. Hallo Crusader. Okay, Valnar. Fähigkeiten. Schaden des Wortes. Ein Drachenzombie klingt süß. Ihr killt ihn einfach mal. Hoffentlich. Oder er killt Asgard. Wie viel Leben hat er denn? Oder er killt Asgard. Ein Problem in dem, was wir hier tun. Okay, wir sind, glaube ich, jetzt im dritten Stock. Oder so. Und dunkle Lorde. Dunkle Lorde erscheinen. Machen wir einen heiligen Sturm, dann versuchen wir einfach irgendwie einen zu töten. Kannst du den aussaugen? Blut saugen. Kannst du? Ja, kannst du. Und da fängt man zu bluten. Alain ist nicht betroffen. Konfusion? Wo sind wir denn hier? Bei Pokémon? Wie viel ziehen die einem denn ab? Das ist echt hardcore. Ich habe keine Ahnung, wie ich bitte das überleben soll. Ich weiß gar nicht, wie soll ich denn zum 16. Stockwerk kommen? Keine Ahnung. Mal gucken, ob wir das heute in den 3 Stunden schaffen. Ich bin gespannt, ob wir das heute in den 3 Stunden schaffen, in den 16. Stockwerk zu kommen. Und ehrlich gesagt, muss ich gleich was ausprobieren. Aber dazu kommen wir gleich. Das sieht mir wie sehr danach aus, als ob es hier Fallen gibt. Wir sind fast tot. Wie viel zieht mir das denn ab? Kannst du mich raten, das ist noch nicht mal wert. Und wie komme ich jetzt wieder zurück? Zwei.
Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Gut, dass ich das jetzt gemacht habe und nicht erst später. Gut, gut, gut. Danke, lieber Gott. Ich hab da nämlich heute dran gedacht. Ich hab da gestern überhaupt nicht dran gedacht bei Wimpers Dawn. Heute habe ich dran gedacht. Als Asuka nämlich gestern meinte, wir sollten den Zufluchtszauber einfach benutzen, war ich mir relativ sicher, wir haben den Zufluchtszauber noch irgendwo stecken. Das wäre bitter gewesen, so im 10. Stockwerk auf einmal eine Zuflucht zu machen, um irgendwie mich zu retten, und auf einmal sind wir am Arsch der Welt. Gut, dass wir das in den ersten 3 Stockwerken gemerkt haben. Ansonsten... Sehr schön. Gut, ich bin zufrieden damit, dass wir jetzt verkackt haben. Bin ich zufrieden mit, besser jetzt als später. Ich hätte gern ein paar Mal diese Rüstung. Hat mir jemand ein bisschen Geld für mich? Nein? Hat niemand. Ich bräuchte theoretisch ein paar Tränke und so. So, okay, wir sind also hier. Alles klar, alles klar. Okay. Vielleicht einige von euch verstehen vielleicht jetzt gerade nicht, was passiert ist. Ich verstehe es und ich weiß auch, das war ganz gut. Gut, dass wir jetzt... Okay. Okay, alles ist gut. Alles ist geplant, in Anführungsstrichen. Man könnte sagen, alles ist geplant. Das musste nämlich jetzt passieren. Jungle Wolves. Zeitverzerrung. Soll Nacht werden, bitte. Genau, Crusader. Ungefähr so hätte es ausgesehen. So. Gut, wir wollen hier weg natürlich. Wir wollen... Ich kann schlafen, oder? Kann ich durch Schlafen mein Leben wieder auffrischen? Ja, oder? Oder nicht? Oder doch? Durch Schlafen? Bin mir gerade nicht sicher. Ah ne, ich kann einfach durch... Vergesst das. Durch Rumstehen fülle ich doch mein Leben auf. Durch Rumstehen fülle ich doch mein Leben auf. Vergesst das. Stellen wir uns gleich einfach nur irgendwo doof hin. So, Boxers Tom. An sich müssten wir uns aber jetzt ziemlich lange dahin stellen. Oh, wir kommen da. Okay. Ich weiß nicht mal mehr, wohin wir gegangen sind. Schattenmagier. Ja, komm, kämpfen. Kill ihn einfach. Also, es gibt die verschiedensten Gegner auf den verschiedensten Ebenen, glaube ich. Ich überwinde mich diesbezüglich nicht. Kill mich mal. Die haben verdammt viel Leben. Der Punkt ist, wir haben gerade nicht die beste Rüstung an. Wir sind Level 36 und haben keine Level 35er Rüstung an, sondern wir haben Level 30er Rüstung an. Das ist etwas problematisch, eventuell. Ein dunkler Lord. Den haben wir auch schon auf den höheren Ebenen gesehen. Auf den höheren Ebenen. Heißt so viel wie Ebene 2. Oder 3. Oh, weil Nah hat einen Crit abgekriegt. Nice. Oh, es ist echt kalt hier. Ich muss mein Fenster zumachen, obwohl ich hier Wäsche hängen habe. Das ist echt traurig. Okay. Wie lange lebst du noch? Banner ist tot. Ich sehe schwarz für das, was hier kommen mag. Aber wir haben unsere Zuflucht offen. Mit der Zuflucht können wir alles. Achso, jetzt muss ich kurz warten. So. Gegenstand. Ja, hier waren wir schon, genau. Das ist Ebene 2. Lass uns mal mitzählen. Das ist ja Ebene 2 oder Ebene 1. Je nachdem, wie man es... Ebene 2. Das ist Ebene 2.
Das hier ist Ebene 2. Nun gucken, wie weit wir... Wow, Crit, was ist das denn? Wow, wir waren nicht schlecht. Wir sind gerade auf Ebene 2. Wo lang ging's nochmal? Nein. Hier war ich doch eben. Hier bin ich schon gestartet, oder? Ja, Ebene 3. So, und hier waren wir eben. Ja, falsch. Ebene 2. Ebene 3. Ebene 4. Nein! Nein! Kurze Information für die, die jetzt gerade nicht verstehen, warum ich so laut aufschreie. Ungefähr diese Art des Rätsels in einem Labyrinth, in einer Pyramide oder in einem Schloss, ich weiß es nicht mehr genau, hat mich dazu gebracht, Vampire's Dawn 2 abzubrechen, weil ich es nicht geschafft habe. Das erinnert so ein bisschen an Pokémon, an die fünfte Arena, an Koga. Nee, oder war das Saffronia City? War das der sechste Orden? Oder war das der... War es doch Sabrina? War es nicht Koga? Ich weiß gerade nicht, ob es der fünfte Orden unten in... Ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt. War oder ob es der sechste Orden in Saffronia City war. Das war der sechste? Okay, das war der sechste. Hab ich gerade gesagt. So, rechts. Wir bleiben jetzt mal bei rechts oben. Rechts oben funktioniert richtig gut. Koga waren die unsichtbaren Wände. Echt? Aska ist schon mal tot. Nice. I will survive that. Theoretisch muss ich nachher mir ganz viel Blut holen. Ganz viel Geld holen irgendwie. Mir Rüstung und Tränke zu holen. Eisstauber. Ich bin übrigens gerade in Ebene 4, wenn ich mich nicht täusche. Oder ne, 5. Wir müssen jetzt schon in Ebene 5 sein. Da ist Ebene 6. Todesritter erscheint. Ja, ich hoffe, du nervst mich jetzt nicht. Wir müssen jetzt schon in Ebene 5 sein. Eigentlich. Natürlich, Elaine. Elaine hat noch ein HP. Ja, dann saug nochmal. Das ist echt hardcore, wie das hier abgeht. So, das müsste... Ich muss schon sagen, die Inner... Okay. Ich muss schon sagen, die Innenarchitektur dieses Turms ist irgendwie faszinierend. So kap.
Blumen stehen hier. Keine Ahnung. So, wir machen eine Abstimmung. Wer ist für Cheaten? Hände hoch. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Wir sind gerade mal in Ebene 7. Ja, wir sind gerade mal in Ebene 7 und kommen schon nicht weiter. Wir sind gerade mal in Ebene 7. Ja, leveln und Geld farmen, würde ich sagen. Einen Speicherstein erhalten. Komisch. Hier liegt einfach ein Buch herum. Sei vorsichtig, es könnte eine Falle sein. Hier steht... Und es regnet Blut vom Himmel, als das Böse erwachte. Es breitete sich aus wie eine Krankheit. Doch es war schlimmer. Gegen Krankheit gibt es Heilung. Doch das Böse, das in dieser Nacht erwachte, war eine Apokalypse. Eine letzte Geißel der Menschheit. Und es schuf weiter seinesgleichen. Vom Blut genährt, vom Tod gelenkt, suchte es sich seinen Weg durch alle Länder und deren Städte unaufhaltsam, unbesiegbar, geboren, um zu töten. Die Menschen nannten es Vampir. Wirklich sehr dramatisch geschrieben. Aber warum liegt es hier rum? Wahrscheinlich geht Abraxas selber regelmäßig durch den Turm. Der Autor dieses Buches ist Vincent Veynard. Vincent Veynard. Für einen Menschen ein wahrhaft großer und edler Mann. Wenn er wüsste. Du kanntest Vincent Veynard? Ja. Er hatte mich vor vielen Jahren fast gerettet. Wieso fast? Nun, wie du siehst, konnte er nicht verhindern, dass ich ein Vampir geworden bin. Aber dafür bin ich inzwischen irgendwie dankbar. Ob Abraxas in irgendeiner Verbindung zu Vincent steht? Keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich Abraxas endlich mal zu Gesicht bekomme, kann ich dir vielleicht eine Antwort geben. Aber bisher muss ich mir unter Abraxas einen widerwärtigen Vampir vorstellen, der meine schöne Lane verletzt hat. Wir werden das schon aus ihm herausprügeln. Also weiter. Ich hab immer mehr Spaß. Das ist doch nicht wahr. Also, wer nicht versteht, was ich gerade habe, der möge nach oben rechts schauen. Wir sind gerade mal in Ebene 7. Ich erwähne es nochmal. Okay, noch. Das. Okay, noch ist alles cool. Die kennen wir noch. Noch sehr gut. Ja, Totenkopf heißt, ich bin unterlevelt, richtig. Totenkopf bedeutet, hier in dieser Region sind Gegner, die zu hoch für mich sind. Das ist eben ein Scherz. Ich bin gerade mal in Ebene 7 und bin jetzt schon wieder unterlevelt. Da kriege ich... ist das schön. Ja, kill mich doch! Danke. Ich probiere jetzt mal tatsächlich aus, wie weit ich komme. Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Lass mich raten! Du bist der, der mich töten wird. Richtig? Du wirst mich töten, kann das? Jetzt machst du noch nichts. Okay. Bis jetzt hat er noch nichts gemacht.
freue mich schon, Rosalind. Ich freue mich schon. Okay, auf geht's. Weiter. Einfach weiter auf hier. Ah, der Telefon und ich komme hier nicht. Wirklich? Ach, ihr schon wieder. Ey, Odi. Heiliger Sturm. Zieht der heilige Sturm irgendwie da nicht mehr auf? Oh, halt. Aua. Ja, alles gesunken. Wir haben es verstanden. Jetzt killt sie einfach nur noch alle. Okay, das war nicht genug. Das war genug. Irgendwer fängt stark an zu looten, ist auch okay. Und irgendwer weicht aus, natürlich. Komm, töte die. Danke. Und jetzt nur noch ihn. Solange nur die Gegner kommen, ist noch alles in Ordnung. Aber der Punkt ist, es gibt auf jeden Fall einen Gegnertyp, der eindeutig zu hoch für mich ist. Komm, mach's zu Ende, danke. Echt geil, ich komme hier nicht weiter. Bedeutet, ich bin hier. Zwei Schattenmagier. Versuch's einfach. Einer muss weg. Ah, weicht aus, natürlich. Oh, ich bin jetzt gleich tot. This will be a close combat now. Der Schild abgezogen. I'm still alive. Ah, das ist gut. Ja, meine liebe Elaine, heil mal bitte. Dankeschön. Du brauchst ja kein Blut. Zum Glück. Scheiße, falsche Dinge losgewählt. Okay, wir sind wieder in Ebene 6. Ich glaube, es war 6. Sicher bin ich mir tatsächlich nicht. Dunkler Lord! Hallo Darth Vader. Stirbt der auch irgendwann? So. Sorgt erst dafür, dass meine gesamte Gruppe noch am Verrecken. Danke. Scheiße, wie viele Heil-Items soll ich denn noch haben? Blut ist falsch. Heil-Fiona. Stopp. Da ist eine Kiste, die ich natürlich unbedingt haben will, weil da jetzt ein Speicherstein... Hier unten ist eine Plakette, die darauf steht, Auroras Träne fließt. Sehr merkwürdig. Giftsäbel, ja. Das ist eine Scheiße. Da oben ist noch eine Kiste. Stopp. Fähigkeiten. Schatten des Wolfs. Da geht's hoch.
Bluttrank erhalten. Davon brauche ich nur noch ungefähr 500, dann können wir weiterreden. Was ist das hier? Will ich hier lang? Ich weiß es nicht. Vampirin gefunden. Okay. Zwei Schattenmagier. Die waren effektiv gegen, reicht aus, natürlich. Hat er gerade seine Ja, natürlich! Er hat total viele! Haha, wie geil! Mach einen heiligen Sturm, ansonsten haben wir gleich echt ein Problem. Sehr schön, die sind beide am klar, nicht mehr klar am Denken. Sehr schön, die killen sich selbst. Sehr schön, drauf da. Ist nicht länger verwirrt. Natürlich nicht. Wäre auch zu simpel. Aber er hat zum Glück noch so viel Verteidigung, dass ich noch 20 Mal draufschlagen muss. Yes! Wie viele starke Seelen haben wir? Was können wir mit diesen scheiß starken Seelen eigentlich mittlerweile machen? Ich bin noch ein Wolf, naja, ich bin noch ein Wolf. Ja, mir ist es egal, wie ich da hinkomme. Wir gehen zur Treppe. Wo war nochmal die Treppe? Fuck, ich hab vergessen, wo die Treppe war. Shit. Flammenstrahl war gegen euch effektiv, ne? Ja, sehr schön. Okay. Das wollte ich sehen. Weicht aus. Kein Problem. Der Lane weicht aus. Geil. Okay. Weicht. Könntest du aufhören zu verwirren? Verwirrung zu stiften. Blut ist ein wenig gering bei meinem Leben. Hier ist es Heilfiole. Ich muss hier lang, oder? Das ist einer meiner Lieblingskämpfe. Der stirbt nicht. Let's see if we die. We don't. Irgendwer ist aufgestiegen und hat ein Level Up. Elaine auf Level 7. Wann hat Elaine... Wie kann denn Elaine die überleveln? Stop. Elaine war immer an letzter Stelle. Wieso braucht Elaine weniger Erfahrung als alle anderen oder was? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? I don't know. Okay. Moment, ist jetzt hier tatsächlich nur der... Nein, hier ist wohl der richtige Weg. Oh, fuck. Okay, ist alles ist der richtige Weg. Ist der richtige Weg. Was gegen die war doch... Genau, gegen die war der Flammenstrahl effektiv. Ich muss mir das jetzt merken, ansonsten kriege ich, glaube ich, echt noch Probleme.
Lol, haben die jetzt gegen Confuse oder was war das jetzt? Du wirst ja die Zeit ziehen wir mit einem Schlag 81. Wie viele Tränke soll ich denn haben, bitte? Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Valna ist Level 37. Ja, wieso ist das nicht wie bei Ni No Kuni und bei 50 Millionen anderen Spielen auch? So dass man einfach. Dann wieder volles Life hat. Wie wär's denn mal damit? Scheiße, funktioniert nicht in der Gestalt. Wir sind wieder auf Ebene 7. Oh, das geht schnell. Ich wollte eigentlich speichern, aber dafür muss ich Moment 6 Sekunden Musik. Danke. Wollte speichern hier, das ist vielleicht besser. Ich weiß gar nicht, was ich ohne Speicherkristall jetzt machen würde. Ich würde ja. Was passiert denn jetzt schon wieder? Wir sollten vorsichtig sein. Ein verdammter Succubus. Schade, mir schön Leib. Gleich wird sie bluten. Ich wäre mir da nicht so sicher. Will ich wissen, wie viel Leben sie hat mal wieder? Wollen wir wetten? Dass sie so 5 Millionen HP hat oder so? Wie Aisha? Ja, wer erinnert sich noch an den Aisha-Kampf? Der war toll, ne? Ja, der war toll. Das wird ein schöner Kampf. Kann mal jemand nachgucken, wie viel Leben die hat? Nice. Asuka reicht Level 37. Das war leichter als erwartet. Leck mich, Elaine. Leichter als erwartet. Hört sich an, als wenn sich irgendwas verschoben hätte. Natürlich müssen wir jetzt den gleichen Weg wieder zurückgehen. Natürlich. Was war gegen die effektiv? Waren die das mit dem Heiligen Sturm? Nein. Ich darf jetzt mal ganz kurz nicht sterben, bitte. Ist egal. Waren die das mit dem... Ja, hatte ich auch gerade eine Flasche. Hat er gerade Valnar fast getötet? Ja, hat er. Nice. Danke. Gut, dass er nicht auf Valnar geht. KI, FTW. Und mir stehen die Haare zu Berge. Das ist ziemlich cool. Aber wen interessiert das schon? So. Hast du eine Erfahrung bekommen? Fähigkeiten. Nein, nicht Fähigkeiten. Gegenstand. Halbfiole.
Sehr schön. Du auch. Und du brauchst irgendwie Blut. Haben wir ja genug. Scheiße. Schatten des Wolfs. Das heißt, jetzt hat sich irgendwo... Ja, ja. Hat sich irgendwo irgendwas verschoben. Freut mich, dass ihr auch wieder von der Partie seid. Und dass ihr ausweicht, freut mich natürlich noch viel mehr. Was? Was? Ja. Kritlack oder sowas heißt das, ne? Nee, ist klar. Komm schon, wirklich. Was ist das? Das ist doch echt nicht wahr. Das kann doch nicht sein. Wer kennt das nicht selbst? That game. That randomness. Was mehr random geht nicht. Mit den ganz großen Seelen könntest du später deine Stats aufwerten. Ich habe auch schon mit kleinen Seelen oft meine Stats aufgewertet, Crusader, aber... Also als ich damals gelevelt habe, habe ich ja die ganze Zeit kleine Seelen bekommen. Damit habe ich auch schon öfters meine Stats versucht aufzuwerten, aber das bringt wahrscheinlich auch nicht so sonderlich viel. Aber was war gut gegen die Schattenmagier? Ich habe abends vergessen, war es der Flammenstrahl oder war es eben nicht der Flammenstrahl? Es war nicht der Flammenstrahl. Hallo Mace. Boah. Das wird ja noch echt Spaß. Wir sind übrigens falsch. Natürlich. Aber es war ja schon vorherzusehen, dass wir falsch sind. Aber weil diesmal jetzt, pass auf, wir müssen jetzt wieder dahin, wo wir eben waren. Also ursprünglich waren. Da, wo das Buch liegt. Weil da wurde nämlich jetzt was verschoben. Oder auch nicht. Was ist denn jetzt hier oben? Okay, wir sind auf jeden Fall geht's hier weiter. Witz. Fun Fact. Sorry. Fun Fact am Rande. Level 36, roter Totenkopf. Level 37, der rote Totenkopf ist weg. Falls es jemandem aufgefallen ist, wir sind in Ebene 8 oder was? Und ist der Totenkopf ist nicht mehr da. Wie komme ich da hin? Egal, will ich gar nicht wissen. Also nur, falls jemand drauf geachtet hat, also... Mir ist es aufgefallen, der rote Totenkopf ist weg, weil wir jetzt ein Level höher sind.
bin gespannt, ob wir es heute zu Abraxas schaffen. Und ich bin gespannt, ob wir cheaten müssen oder nicht. Tatsächlich bin ich da sehr gespannt. Hm. Schwert hier ist noch brauchbar. Giftiges Schwert, leck mich. Ich bin tatsächlich gespannt, ob wir... Also, um kurz die YouTube-Leute von dem Wort cheaten etwas zu besänftigen. Cheaten im Sinne von mir das Grinden ersparen. Also im Endeffekt... Wirklich? Okay, wir haben... Hat er Leben verloren? Hat er nicht? Das ist oben, kenne ich nicht. Machen wir mal. Heißsturm machen wir mal. Feuerregen machen wir. Flammenstrahl machen wir. Sowas. Nächster kommt auf... Was? Nächster kommt auf Ebene 12? Was meinst du mit Nächster? Meinst du Nächster Superbus? Böse ist oben! Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, dass das passiert. Dass es keinen Schaden macht. Das war so klar. Der nächste Totenkopf mit Level... Ja, kann sehr gut sein. Kann sehr gut sein. Nein! Lol. Seine Abwehr hat er gesteigert. Aber nicht seine eigene. Wie das denn? Okay, warte mal. Starke Seele halten. Fähigkeiten, Elaine. Gib mir deine Heilaura. Und jetzt gib mir Blut. Blut. Oh fuck. Also das Blut wird echt noch ein Problem. Das möchte ich. Ich kann mich ja jetzt dumm. Noch ein Succubus! Juhu! Oh, dunkler Lord. Das ist interessant. Warte mal. Ehrlich gesagt, kannst du mal. So, ich versuch mal was. Du sorgst mal an dem. Du sagst mal an dem und Elaine, du Hoffnung und Traumschauer. Das habe ich mir gedacht. Oh, und trotzdem müsste ich noch mal zuschlagen. Let me think about it, there's a next Succubus. Hier geht's für uns beide nicht weiter, Lane. Irgendwann solltet ihr lernen, wie man durch Wände geht. Bis dahin müssen wir noch fleißig Schalter suchen, befürchte ich. Achso. Warum geht Asgard da nicht alleine? Wieder einmal. Das schaffen wir auch noch. Wenn das jetzt mehr als ein Gegner ist, dann krieg ich die Pisskotzen. Bitte, das ist nur eine Superbus sein. Nee, es ist ein Riesenkäfer. Was für ein Riesenvieh. Tja, dieses Riesenvieh hat gleich Riesenschmerzen. Machen wir jetzt. Und ist ein Käfer. Wie wär's mit... Ach, egal. Wir machen es einfach. Schlagen einfach drauf. Crit. Schwäche. Schwäche ist richtig gut. Gegen einzelne Gegner ist Schwäche richtig, richtig gut. Allerdings haut er mir immer noch zu viel Schaden rein. Der heilt sich.
Okay. Ich mag Abraxas Turm total. Ich finde Abraxas Turm ist total knorke. Wer ist meiner Meinung? Ich glaube, das ist der schwierigste Dungeon, glaube ich. Weicht aus? Willst du mich verarschen? Weicht nicht aus! Raus da! Wie viel Leben hat er denn? Ich sollte mal langsam dafür sorgen, dass der stirbt. Und sonst sterbe ich. Scheiße. Natürlich! Nicht sowas wie halt die ganze Gruppe um ein bisschen. Voran, das hier ist theoretisch gerade alles noch vorankommen. Ich versuche immer noch irgendwie voranzukommen. In der Theorie. Das gibt's doch nicht. Ja! Mein Gott, nochmal! So ein ekliges Vieh. Ja, es gibt mit Sicherheit schlimmere Gettler. Gewette was? Abraxas zum Beispiel. Ich hab mich wieder einigermaßen. So, wir müssen mal eben kurz warten, bis das Rasen da weggeht. Das Rasen weg, das Rasen ist weg. Jetzt warte ich nochmal eben 14 Sekunden, weil ich dann mal eben spare. Obwohl, ich könnte mal eben gucken, ob das wirklich hier ist. Ja, es ist da. Okay, warte mal. Dunkler Lorde! Können wir nur mit Flammenstrahl machen. Kann man erstmal Blut sagen. Mach auf eine Lane, weil nachher ist nicht mehr. Lass meine Lane zufrieden, würde ich sagen. Elaine ist wenigstens ein bisschen usevoller als Esther. Ich meine.
nichts gegen Frauen in Videospielen. Es gibt ein paar... Also ich meine, es gibt viele, die sind so dämlich klischeehaft gemacht, dass man sich einfach nur hassen muss. Farad aus Prince of Persia, Aesir aus Ni No Kuni. Die sind halt nicht wirklich zu viel zu gebrauchen. Aber es gibt auch sehr hilfreiche. Ich meine, der Witz ist, dadurch, dass weibliche Charaktere weniger in Spielen, obwohl an sich kommen weibliche Charaktere weniger in Spielen vor als männliche, und deswegen ist die Proportion zu welche störend auffallen größer. Allerdings gibt es genauso gut nutzlose männliche Charaktere. Mir fallen da auch gerade nur zu viele ein. Jo, ich wollte gerade aber eigentlich mir was zu essen, zu heilen machen. Danke. So, wir sind noch nicht zurückverwandelt. Dann lauf in die höchste Ebene. In die höchste Ebene. Ab mit dir, in die höchste Ebene. Hier liegt ein Beutel im Fass. 100 Filar. Ja, 100 Filar. Nur ein normales Fass. Nur ein normales leeres Fass. Ich möchte gerne speichern. Der nervigste Mann ist Matt aus Gothic 1. Naja, Matt läuft einem ja sogar noch hinterher, egal wie oft man ihm auf die Fresse haut. Ja, ich erinnere mich da sehr gut an. Aber ich müsste jetzt tatsächlich mich darauf konzentrieren und mal wirklich so die ganzen Spiele durchgehen, um zu überlegen, wer so wirklich nervig ist. Aber das mache ich lieber nach einer Pause. Als ich jetzt, sonst sterbe ich gleich bei Vampire Storm, weil ich irgendwas nicht beachte. Dann sehe ich schon nur ein normales leeres Fass. Ich sehe es schon kommen, dass ich gleich sterbe, weil ich irgendwie nicht aufpasse. Ich habe schon wieder vergessen, wogegen ihr. Ihr seid einfach gar nicht irgendwie anfällig gegen irgendwas, oder? Und seid ihr anfällig gegen Eis? Das würde mich mal interessieren. Seid ihr anfällig gegen Eis? Eis? Nein, seid ihr auch nicht. Ach, das sind doch die Crit-Spasten. Die mich einfach critten und töten. Sicher? Richtig? Ha, gekrittet. In your face. Ich finde die Musik aber tatsächlich gar nicht mehr schlecht. Ich finde die echt eigentlich ganz cool. Nichts Wertvolles dabei. Nichts. Hier liegt eine Flasche im Regal. Sehr schön. 2000 Filar. So, ihr seid gegen voll, ihr überrascht den Gegner. Wir wissen, was zu tun ist. Blutsaugen den einen. Blutsaugen den anderen. Und du haust Flammenstrahlen. Jetzt haut ihr drauf. Und du machst einen Flammenstrahl. Da müssen zwei eigentlich schon tot sein. Nein, sind sie nicht. Das ist jetzt schlecht. Aber dann sollte jetzt auch der zweite sterben. Ja, tut es. Okay, alles klar. Okay, drauf da. Braucht Elaine nur ein bisschen Leben. Wir sind jetzt gleich durch mit dem ersten Part von vermutlich dreien. Nur ein normales leeres Fass. Normales leeres Fass. Von vermutlich drei. Ich brauch bald Blutführungen. Weich ruhig aus, habe ich kein Problem mit. Ich will nicht noch mehr Blut verschwenden von euch.
Noch mehr Fässer, wo irgendwas drin sein kann. Warte mal, das ist das Fass. Mal ist das Fass, mal ist das Fass. Das da hinten untersuche ich jetzt nicht, weil ich da zu faul bin. Mist, schon wieder eine Trittplatte. Lauf, was? Was? Elaine, rette die Jungs. Gut, wir machen hier einen kurzen Break.